If you really look back in the history of photography of the 20th century, I think they are the most influential photographers, except of documentation or something. So when you look to the big magazines and the big books or something, you immediately come to them. For me, they are really the most important photographers of this period. Das Entscheidende beim Sammeln ist, dass man die Sachen sammelt, die einem persönlich gefallen. Hätte ich zum Beispiel vor 20 Jahren nur das gesammelt, was zu dem Zeitpunkt jeder andere gesammelt hat oder was akzeptiert war im Market, dann hätte ich mit Sicherheit nicht so viele Helmut Newton, Avedons und Pence zusammengebracht. Und das Entscheidende für mich war wirklich, Bilder zu sammeln, die ich selbst, die mir gefallen, die ich liebe, die ich in dem Moment einfach haben wollte. Und am Ende kam dann diese Sammlung bei der ganzen Geschichte heraus.